Finale gebuzzert. Das war echt ein super Auftritt von ihm. Er kommt aus Altengladen, ist Mediengestalter und heißt Benjamin Herzog. Herzlich willkommen! Dein Lied heißt Cry Me a River von Michael Bublé. Er hat Corona rasiert, das ist nicht ursprünglich von ihm. Ach, aber in der Version von ihm. Das ist schon eine etwas ältere Nummer. Jason aus den 50ern Nummer. Ja. Wie gesagt, wir checken das nochmal kurz. Cry me a river, 'cause I cry a river.
You say you love me, but you lie. Hey, wir freuen uns auch voll, dass so tolle Leute wie du hier sind. Vielen Dank. Kann ich für euch stehen? Und jetzt lass uns einen Meter nach vorne, in Richtung Jury. Kommst du mit? Die tun ja nichts. Thorsten. Oder Didi, willst du anfangen? Thorsten. Ja, also bei dir ist es super, weil du ja die ersten beiden Male so ein bisschen verloren auf der Bühne gewirkt hast. Und das ist echt gut zu sehen, dass du dir echt eine Performance überlegt hast. Also fand ich super. Und ich, vor allen Dingen, was mich sehr beeindruckt, ist, dass du dir noch größere Herausforderungen gesucht hast. Ich glaube, es gibt nicht viele schwierigere Songs, die man sich aussuchen kann, das Ding. Und zudem noch mit den technischen Schwierigkeiten hier hervorragend, wie du da ruhig geblieben bist. Du hast so viel, also so ein Potenzial in deiner Stimme, finde ich, dass du auf der Bühne, also du könntest eigentlich, du müsstest auf die Bühne zu deinem Wohnzimmer. Du bist so, du hast einfach so ein Talent mit deiner Stimme. Du könntest noch lockerer sein. Also du warst eh schon locker. Aber für die Zukunft echt, also du brauchst dir gar keine, du brauchst nicht gleich nervös zu sein. Ich weiß, dass jeder nervös ist, aber du bräuchst es nicht. Also echt wirklich hervorragend. Super. Ich glaube, der Thorsten hat noch nie so viele Sachen gemacht. Das ist Wahnsinn. Wow, also ich bin so froh, dass die Andrea dich, dass er dir nochmal eine Chance gegeben hat. Weil ich muss ehrlich sagen, ich bin ein absoluter Fan. Ich finde die Stimme genial. Ich könnte dir den ganzen Tag zuhören. Ich bin Gänsehaut. Ich bin strahlend. Ich finde echt der Hammer. Vor allem auch die Entwicklung so zu sehen. Heute mit Performance, mit Ausdruck, das ist ja das, was ich so mag, wenn einer mit Ausdruck singt. Und dann noch so eine geniale Stimme hat, also ich bin nur am Sterben, ja, das ist echt absoluter Hammer. Hast du eigentlich Gesangsunterricht gehabt? Ja. Wie heißt diese Gesangslehrerin? Ich möchte diesen auch machen. Sie ist hier im Publikum zum Teil. Wo? Meine erste Gesangslehrerin. Wo ist sie? Hey, die Birgit! Birgit, wir müssen nachher unterhalten, ich bräuchte nichts. Ja, super. Vielen Dank. Das ist mein Ding, das ist cool. Also, ich sehe dich ganz klar unter dem Reisegrad, weil. Die Band fällt so. Weil ich es einfach nur.
nur genial finde und nichts mehr als null. Andrea. Ja, das ist ganz einfach, was Karl Becker möglich gemacht hat. Hast du möglich gemacht? Ich habe das gleich erkannt. Ich habe nämlich eine Nase für sowas. Das ist einfach so. Und so wie es dann gesagt hat, du gehörst unter die Top 3. Das ist einfach so. Du wirst heute Abend einfach mitmischen als Titelanwärter für die Jubiläumsschaft zum Bundespreis. Das ist einfach echt das Ganze. Ja? Und zum Technik-Abteilung ist es einfach so, live ist live. Da passiert halt immer was, das ist einfach so. Und wir machen halt einfach das Beste draus und du hast es einfach gemeistert auf deine Art und Weise. Ja? Danke. So einfach wie möglich. Wir sehen dich im Finale, gleich ganz am Ende nochmal wieder. Ja. Und dann gucken wir, welchen Platz du hier erreichst am Song Contest Pfalz. Dankeschön, bis später. Ein Applaus nochmal. In der